Der Parteipräsident der CVP Zug, Andreas Huwiler, und seine Partei fordern in einer Interpellation, dass es allen Schulen im Kanton eine einheitliche Regelung geben muss, wenn es um die Frage der Kopfbedeckung oder um Teilnahme am obligatorischen Schwimm- und Turnunterricht geht. Alle Schüler, egal von welchem religiösen oder kulturellen Hintergrund, sollen die Schule vollständig besuchen. Eine Meinung, die man so von der CVP eher nicht kennt. Jetzt hat man da einen neuen Kurs eingeschlagen. Ich glaube, die CVP hat sich immer sehr stark mit Bildungsfragen beschäftigt, sich stark für Bildung eingesetzt. Die CVP ist im Kanton Zug bekannt dafür, dass wir Fragen aufnehmen, die in den Schulen, in der Öffentlichkeit ein Thema sind. Und dass man in einer differenzierten, sachlichen Art sich mit dem auseinandersetzt. Es geht nicht um populistische Politik, sondern es geht darum, dass man diese Fragen ernst nimmt. Die Parteipräsidentin der SP Zug, Barbara Gysel, hat die Interpellation durchgelesen und einige Widersprüche gefunden. Es ist zum Teil also wirklich überraschend, dass wir diese Interpellation haben von der CVP, von einer C-Partei, von einer christlichen Partei, die jetzt das so fordert. Das hat mich erstaunt, dass es so ist. Ich glaube, gerade wenn man daran denkt, dass auch der Schwimmdispens beispielsweise ja nicht nur von muslimischen Personen gefordert wird in der Schweiz, sondern durchaus auch von christlichen oder anderen Glaubensgemeinschaften in der Schweiz. Überrascht von dieser Interpellation ist auch der SVP-Kantonsrat Moritz Schmid. Er ist sich sicher, dass die CVP nur mit dieser Thematik vorkommt, um Wahlkampfpropaganda zu betreiben. Ich bin der Meinung, es ist nicht ein bisschen die SVP, es ist stark die SVP, es ist der SVP ihr Thema. Und darum bin ich sehr überrascht, dass die CVP jetzt da drauf springt, weil sie sind ja eigentlich immer die gewesen, die das Gefühl hatten, man muss human umgehen mit diesen Leuten, man darf die nicht plagen, gerade jetzt mit den Schülern, wie sie ansprechen. Der Andreas Huwiler von der CVP sieht das anders. Wahlkampfpropaganda sei es nicht. Und auf den Themenzug der SVP will man auch nicht aufspringen. Es geht nicht um Klischee, es geht nur darum, dass man Fragen stellt, dass man etwas abgeklärt haben vertieft, wo offensichtlich zu einem gewissen Unbehagen führt. Ich glaube, die Augen von diesem Unbehagen zu verschließen, das wäre auch völlig ein falscher Weg. Und es ist doch nicht verboten, dass man sagt, jawohl, da ist irgendetwas, wo die Leute nicht zufrieden sind, schauen wir es mal an. Was hat man für Lösungen? Wie sieht man es in der Zukunft? Am Donnerstag wird die Interpellation im Kantonsrat Zug behandelt. Egal was dabei rauskommt, die ganze Thematik rund um die Interpretation der Religionsfreiheit im Schulalltag wird sicher auch noch in Zukunft für viel Gesprächsstoff sorgen.